Zu Gast bei Freunden. Uwe Wöllner führt den Redakteur Gero Schorch durch sein Zuhause. Gemeinsam schauen sich die beiden in Uwes Zimmer um und stoßen dabei zwischen den Seiten eines Buches auf ein Erinnerungsfoto. Es ist Jörg, Uwes Konkurrent aus der Waschanlage. Keine schöne Erinnerung für Uwe. Der Schmerz der damaligen Niederlage sitzt noch immer tief. Das ist der Typ von den Dings, ne? Mhm. Den finde ich so scheiße wie Gülschan. Der ist genauso hässlich wie Gülschan. Guck. Kein Unterschied, ne? Kein Unterschied, ne? Siehst du? Du hast nicht nur Gülschan, sondern auch andere. Ja, das sind halt Frauen, die ich recht schön finde. Ne? Ja. Also einfach nur ansehnlich. Also einfach so, ohne dass man jetzt irgendwie hier abends liegt und wächst oder so. Und das finde ich auch viel besser, als wenn man sich gleich ganz nackte Frauen aufhängt. Ne? Du hast hier ein Bild mit einer Handvoll Frauen. Hier. Desperate Housewives, ne? Ja. Ist eine Serie. Meine Mutter guckt die immer. Kannst du mal zu diesen Frauentypen, kannst du da mal was... Also, was fällt dir da ein bei... Ja, die sieht geil aus, die sieht geil aus, die sieht mittel aus, die sieht nicht so gut aus, die sieht scheiße aus, ne? Aha. Aber ist ja egal, es sind ja trotzdem Frauen, ne? Wenn du jetzt die beiden, wo du sagst, dass die gut aussehen, wenn du die nebeneinander stellst, hättest du dann eine, die dir besser gefällt? Ja, die, ne? Die finde ich am geilsten. Ja. Warum? Man weiß nicht. Hat einen goldenen Körper, goldste Brüste. Ein anspringendes Äußeres einfach, ne? Okay. Also ist ja nicht unbedingt ein einheitlicher Typ, Frau. Nee, das stimmt, ne? Ich habe auch zum Beispiel Jennifer Lopez, die hat einfach auch einen coolen Arsch, ne? Mhm. Und Sarah Connor zum Beispiel, die hat zum Beispiel einen ziemlich flachen, normalen Arsch, ne? Aber das ist egal, finde ich, weil dafür hat sie halt eine coole Fresse, ne? Aha. Jetzt könntest du dir vorstellen, mit Sarah Connor zusammen zu sein? Mit Sarah Connor? Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, mit Sarah Connor zusammen zu sein. Klar, die wohnt ja in Delmenhorst. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Das wäre schon cool. Ich würde sie ja immer begleiten, wenn sie singen geht. Mhm. Ich würde mit ihr immer die Lieder einlernen. Stellst du dir das konkret vor? Manchmal träumst du von sowas? Nee, dann träumt man natürlich eher so von Sex, ne? Okay. Und bei ihr finde ich einfach auch die Fresse geil. Also, es ist so sortiert, ne? Hier, bis hier, hier unten, da und hier, ne? Da kommen die Frauen hin, die ich geil finde. Mhm. Und hier kommen immer alle hin, die ich nicht geil finde. Damit das klar übersichtlich ist. Ne? Nach diesem sehr privaten Einblick in Uwes Frauengeschichten möchte der Redakteur mehr über die Wohnungseinrichtung erfahren. Du hast das Zimmer hier, hast du selber eingerichtet und gestrichen? Oder bist du eingezogen und es war so? Nee. Ich bin schon bemüht, das ein bisschen einzurichten. Ne? Ja? Also ich hab schon die Wände... Die waren so, noch von Vormietern, das waren irgendwie so Hippies. Und dann habe ich mein Hochbett, das habe ich noch von zu Hause mitgebracht, weil es ist auch noch ganz stabil. Und ich denke immer, warum sollte man, wenn man ein Hochbett noch hat von zu Hause, warum sollte man sich ein neues kaufen, wenn das alte noch stabil ist? Ne? Mhm. Ich finde sowieso, in unserer Gesellschaft ist auch oft so, dass man Sachen immer gleich wegschmeißt. Und eigentlich kann man die Sachen aber auch noch behalten, ne? Genau. Aber man wirft ganz oft auch so ein Taschentuch zum Beispiel, das werfe ich nicht einfach weg. Sondern ich versuche mir so oft damit die Nase zu putzen, bis es wirklich einfach nur noch kaputt ist und stinkt. Ne? Das finde ich cool, wenn man so umgeht mit der Welt. Ne? Nach einigem Nachdenken findet Uwe aber noch einen ganz anderen Vorteil seines Hochbetts. Ich finde es auch cool natürlich, von oben kann man alles gut überblicken. Ja. Wenn mal ein Einbrecher kommt oder so, ist man gleich oben. Man kann dann von oben den Einbrecher irgendwie in die Flucht schlagen. Kann man was auf den drauf werfen, eine Kugel oder so. Ich habe immer eine Kugel im Bett. Mhm. Auch wenn man mal, zum Beispiel, wenn noch jemand hier schläft mit im Raum, eine Frau, und die schläft hier auf der Couch, kann ich sie von oben besser beobachten auch. Ne? Mhm. Kommt das vor manchmal? Ja, selten, aber kommt vor. Ne? Um Uwe nicht noch weiter in Verlegenheit zu bringen, wechselt Gero Schorch schnell das Thema. Wie oft putzt du hier? 7-mal. In der Woche? Nee, am Tag. Ich putze hier 7-mal am Tag. Ach, wirklich? Mhm. Weil 7, also einmal morgens nach dem Aufstehen. Aber gut, ich putze nicht alles. Ne? Das Regal putze ich nie. Mein Bett putze ich 7-mal. Mhm. Und also so Sachen, wo ich denke, da muss man hygienisch mit auch umgehen. Wie ein Bett, weil da schlafe ich ja drin, da muss ich ja auch atmen drin. Das muss man öfter mal putzen. Ja. Gibt's Gerüche, die du besonders gerne magst? Blumen.
Ja. Blumen riechen meistens gut, ne? Müssen sie ja auch, weil sie die, die Hummeln anlocken und die Frösche und all das. Hast du manchmal Blumen hier im Zimmer? Nee, selten, ne? Weil Blumen, ich finde auch Blumen gefangen halten in Wohnungen, finde ich auch fies. Ich finde eher, dass Blumen, genau wie Frösche und Leguane, die gehören in die Natur raus, ne? Und nicht in die Wohnung, genau so auch Blumen. Weil ich finde auch Leguane riechen gut, aber die riechen eben in der Natur besser als im Innern. Sehen Sie in der nächsten Folge. Guck. Ah, dieses Schleim jetzt hier. Das ist super cool für die Haut, nämlich, ne? Okay. Guck, jetzt sind wir alle eingecremt.